So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und letztes Mal haben wir festgestellt, dass Trivi eine Welt gebaut hat. Von ihr haben wir ja schon einige Level gespielt. Na, die teilweise auch ganz schön knackig waren. Und jetzt hat sie eine ganze Welt gebaut und da gucken wir jetzt rein. 5 Level. Let's go. Ich denke, das kriegen wir in einem Part unter, je nachdem, wie schwer es ist. Ich bin gespannt. Und da ist es ja, der jetzt mit dem Weltentitel gebaut ist, nehme ich mal an, es sind auch Level, die stellenweise neue Gimmicks haben. Wir werden sehen. Also, auf geht's. Aktuell spielen auch ein paar Leute das hier anscheinend. Also, ihr habt mir gesagt, die Ninjis zeigen an, wer gerade alles das Level spielt oder so. Vielleicht sieht man dann auch den Geist da rumlaufen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. The Beginning. Welt 1. Kurz ist alles Welt 1. Huch. Habe ich da direkt ein Secret entdeckt? Sehr schön. Wir brauchen Leben, haben wir festgestellt, weil die Welten scheinen ja... Oh wait, ich starte mit 5 Leben, nicht mit 30. Hat man in der anderen Welt nicht 30 Leben gehabt am Anfang? Kann man das einstellen? Mit wie viel Leben man den Spieler starten lässt? Oder habe ich mich da einfach verguckt? Weil dann wäre ein Leben wirklich wichtig zu sammeln. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man Game Over geht. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Wir sammeln einfach Leben. Und dann ist man auch ein bisschen sowieso automatisch ein bisschen motivierter, hier auch die Bonussachen mitzunehmen. Das finde ich eigentlich ganz cool so. Oha. Über dem Abgrund. Okay. Jetzt hätte mich interessiert, ob da die Röhre... Was ist die Röhre da unten? Nein! Das war knapp. Alles klar. Aber ist die Röhre jetzt Bonus oder hätte ich das den Checkpoint da oben mal, das da oben Bonus? Ich weiß es nicht so genau. Hopp. Okay, den musste ich drücken. Es ist Bonus. Das ist eine Bonusröhre, aber was für eine Bonusröhre. Sehr schön. Und jetzt komme ich nämlich auf dieser Wolke raus, die ich da oben gesehen habe. Und kann darüber... Okay, da ist nichts. Dann hoffe ich, ich komme jetzt zurück und lande auch im Checkpoint. Okay, so kann ich auch im Checkpoint landen. Das ist okay. Alles in Ordnung. So, die kann ich kaputt rutschen, ne? Hui! Nice. Okay. Da... Will ich da durchlaufen oder ich will dann... Ah, ich will so hoch. Okay. Der hat mich ein bisschen... Wait, wie komme ich an die Münzen ran? Ich will die Münzen da haben. Eine Tür. Da oben ist die Tür. Gefunden. Mein Bonus. Und hier kann man dann jetzt doch bestimmt mehr als nur 3 Leben bekommen pro Level, oder? Das ist ja jetzt kein Endless. Hier würde es sich wahrscheinlich wirklich lohnen, Leben zu farmen, wenn die Möglichkeit... Oh shit. Das war nicht so gut jetzt. Dann machen wir das anders. Wir machen den einfach auch noch weg. Ich hoffe, ich muss da nicht irgendwie... Oh Gott. Der packt mich nicht, ne? Nee. Ich muss das mal eben resetten. Ich habe hier Quatsch gemacht. Was wollte ich sagen? Ja, dann muss man Leben farmen, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Da, wo man im Endless sozusagen aufhört, weil man sagt, ich habe schon meine 3 Leben, macht man hier erst recht weiter. Und sammelt ein Leben nach dem anderen. Das ist voll gut. So, dann also so. Okay. Hopp. Und dann will ich jetzt hier noch ins Ziel oben rein. Nicht für den Flex, sondern für Leben. Yay. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Da lohnt es sich jetzt. Da lohnt es sich dann wirklich, Secrets zu suchen. Wobei, wie gesagt, die Frage ist, was passiert, wenn man Game Over geht. Wir werden es nachher einfach mal kurz testen.
Wir werden es nachher einfach mal kurz testen. Okay, jetzt gibt es ein Goomba-Level. Oh, der ach, da läuft man automatisch rein. Ist das so ein Zwischen-Goomba-Kampf einfach dann? Ah nein, das ist tatsächlich ne Level. Goomba Cave. Okay. Hui. Okay, hier geht's wahrscheinlich in die Cave rein. Nein, geht es nicht. Wait, aber hier geht's hoch. Aha, aber da unten ging's auch lang. Aha. Oh ne, es geht immer noch weiter. Ballon. Oh je, wir dürfen den Ballon steuern. Ich kann den Ballon noch nicht. Also mal ganz vorsichtig. Okay. Also man kann mit dem Pfeiltasten... Komm. Okay, der hat eine sehr interessante Hitbox. Aber bringt der Pilz überhaupt was? Ich bin doch durch den Ballon eh. Ah, und so gebe ich Gas. Läuft der irgendwann aus? Scheinbar nicht. Das heißt, anders als der normale Ballon läuft der überhaupt nicht aus. Und justieren kann ich dann... So kann ich also auch langsam fliegen. Okay. Uff. Jetzt weiß ich nicht, ob ich damit Gegner kaputt machen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall... Ah, mein Gott. Der Fall ist. Okay, dann kommt man so aber relativ durch ganz enge Stachelgänge sogar durch. Obwohl es nicht so wirkt. Oh, das ist alles nur Bonus. Umso besser. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich aber ganz fix hier raus. Puh. Okay, jetzt hätte ich den Pilz gebrauchen können. Ah, ich verstehe. Egal. So, jetzt kann man das Level richtig spielen. Jetzt kann ich die hier nehmen und damit hier aufräumen. Gut aufgeräumt. Jetzt kann ich den hier nehmen und damit hier aufräumen. Und hier aufräumen. Okay. Und jetzt sind wir richtig in der Höhle. Gib mir den Pilz. Viele Münzen für mich, viele Leben. Da unten ist was. Ich habe das gesehen. Da unten ist was. Aber ich weiß nicht. Okay. Sehr gut. Dann gucken wir, was da unten ist. Da war was Gelbes. Habe ich richtig gesehen. Wait. Komme ich mit dem jetzt wieder hoch? Ach so. Ach so, ja. Oh nein! Komm wieder, danke. Och, zum Glück war es kein einzelnes. Oh Gott, ich hätte es versaut, ne? Typisch. Okay. Mist. Oh boy! Das war aber ein ganz schön knapper Sprung. Passt alles, alles gut, alles gut, alles optimal hier. Hallo Pflanze, lass mich in Ruhe. No! Tschüss. Okay, jetzt kann ich hier oben wahrscheinlich den On-Off umstellen oder so. Yes. Und komm damit an die Box hier ran. Achso. Ah ja. Kommt da was raus? Ich habe Angst. Da unten räumt eine Shell ab. Aber das sieht doch jetzt nach Ziel aus. Aber es gibt noch Gegner. Es gibt noch Gegner. Okay, da ist das Ziel. Und es gibt noch mal ein Leben sogar. Oh, und ich kann sogar noch mal... Ah, das ist eigentlich ganz gut, um jetzt hier das Ziel zu bekommen. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Weiter im Programm. Jetzt kann ich einmal hoch zu dem Lebenhaus und zu dem Teich.
Oh, anderes Minigame. Ich dachte, es gibt nur dieses eine. Ach, muss ich jetzt in der Zeit? Hätte ich schneller machen müssen. Ach so, ich muss das. Ja, okay. Also da gibt es mehr Minigames. Das ist auch wieder cool. Okay, Start. Chainsaw Lake. Mist. Da war ich zu gierig. Ah, die traue ich mich jetzt nicht zu holen. Die lasse ich lieber. Die lasse ich lieber Münze sein. Es sind auch nur 10 Points und wir haben genug Leben. Also aktuell haben wir wirklich so viele Leben, dass es Quatsch wäre, jetzt irgendwas zu riskieren, um Münzen zu bekommen. Wir haben wirklich genug Leben. Wow. Wait, wie soll ich? Ich soll niemals hier durchspringen. Ach, da unten. Aber hier Power ab. Nice. Ist da oben was? Nein, scheinbar nicht. Hopp, hopp. Das war knapp. So. Na, ich hab's schlecht getimed. Schlecht getimed. Oh boy. Ja, okay, dann nehmen wir das Leben nicht mit, weil ich bin einfach so ins Ziel gesegelt. Dachte ich, dass das da schon kommt. Aber schön, 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 schön. Jetzt geht's in die Röhre zum vorletzten Level. Hinein. Und go. Eins, vier, the maze. Alles klar. Es gibt also eine Tür, die zurück an den Start führt. Okay, der erste Raum hat gesagt, wir sollen den Moles folgen. Dann gehe ich jetzt auch hier rein. Okay, der zweite Raum sagt, den Stachis folgen. Nein, das sagt er nicht. Der zweite Raum sagt erstmal gar nichts unbedingt. Ah, es gibt eine Röhre, da sind auch so zwei Pilze da, wie bei dem Vorraum. Okay, dann muss ich da rein. Yay. So, was gibt der Raum jetzt für einen Hinweis? Er gibt mir Knochen, er gibt mir 6 Münzen. Und er tötet mich. Also von vorn. So, der Hinweis hier waren die Moles. Das haben wir verstanden. Wo komme ich raus, wenn ich das nicht mache? Ach, da kommt man gar nicht rein. Sind die anderen einfach gar nicht begehbar? Ah, doch. Ach so, das führt dann einfach nur zu dieser, zu dem an. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt überlege ich nur gerade. Wir werden sehen. Also jetzt sind wir wieder hier.
Jetzt lasse ich den oben erstmal feuern. Dass der mir hier nicht nochmal in die Quere kommt. Okay, also wir haben hier 6 Münzen. Da unten haben wir 7 von den blauen Totenkopfblöcken. Aber mal schauen, ob uns das als Hinweis schon ausreicht. Ha. Aber zurück. Wir haben blau, rot. Ich meine, ich gehe hier durch eine blaue. Aber ist das der Hinweis, den ich brauche? Die Münzen waren überall. Es gibt nur eine blaue. Aber da oben ist ein Pfeil. Ich gehe trotzdem mal in die blaue. Aha. Okay, also der Pfeil war irrelevant. So, 4 Münzen, ein Galumba, 2 Mancha und da ist so eine Brücke über der Tür. Oh. Wofür ist jetzt das Springboard gut? Nur für das... Also was heißt nur, aber für das One-Up? Habe ich versaut? Mist. Okay, cool. Ich hänge schon wieder hier in meinem Kabel. Ich hasse es. So. Jetzt. Nein, ich hab's nicht geliked. Ah! I'm sorry. Ich hab vergessen zu liken. Okay. Letztes Level. Finale. Larrys Power Balloon Car. Oha. Okay. Wir haben also den Larry und wir haben den Power Balloon. Den wir ja gerade schon kennengelernt haben, glücklicherweise. Dann kann ich ihn jetzt schon steuern. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Oh, da ist ein Stein. Yo! Ich nehme an, mich getroffen hätte, ist vorbei, ne? Und wenn ich die Lava berühre, auch. Die dreht sich zum Glück nicht rum, das ist schon mal gut. Ich möchte die Münze eigentlich gar nicht haben. Okay. Da muss ich jetzt aber ein bisschen schneller durch. Da war ich zu ungeduldig. Wait, kann ich dann eigentlich so besser die Münzen holen? Oh. Ja, okay, muss ich ausprobieren, wenn ich nochmal hier reingehe. Okay, ich darf dieses... Die Abbremszeit darf ich nicht unterschätzen. Ich wollte sie eigentlich gar nicht haben, aber ist okay. Wir nehmen sie mit. So, hier vorsichtig, aber auch nicht zu vorsichtig. Okay, nice. Okay, da muss ich jetzt schnell durch, ne? Oder ich trigger sie lieber nur an. Ups, ich dachte, ich muss schnell durch. Das war nicht so gut. Okay, jetzt der Versuch. Kann man da mehr Münzen rausholen als normal? Ich habe aktuell 20. Oh. Nein. Niemals. Okay, ich dachte, das geht so. Aber nein. Dem war schon mal nicht so. Okay. Stopp. Boah, ich bin da zu ungeduldig, noch was den Ballon angeht. Und dann mache ich Quatsch, weil ich immer wieder die Speed-Taste drücke. Also da unten haben wir jetzt gelernt, nicht die Speed-Taste drücken.
Liebe antriggern, habe ich das richtig verstanden? Oder war ich einfach nur nicht schnell genug? Und wir probieren das nochmal. Ja, es ist schon so gedacht, okay. Oh, da ist er ja schon. Was muss ich tun? Ah, verstanden. Ich muss die immer nur triggern. Und ausweichen ansonsten in der Zwischenzeit. Und die gehen von selber dann hoch sogar. Aber kann ich da nicht einfach in der Mitte bleiben, weil er in der Mitte eh nicht trifft? Na, er schießt immer an der Seite runter. Er schießt immer seitlich vorbei. Also er kann mich gar nicht treffen. Aber ich ihn so auch nicht. Das ist natürlich... Ich muss ihn also ein bisschen lotsen. Dass er... Ah, okay, ich verstehe. So, jetzt. Okay. Cool, cool. Das war dann mal eine Welt, die wir abgeschlossen haben. Mario, was tust du? Er wird für immer ein Ballon bleiben. Sehr schön. Kann ich die Welt jetzt auch noch bewerten? Welt abgeschlossen. Ich wiederhole meine Frage. Darf ich die Welt jetzt auch noch bewerten? Nein. Okay. Dann halt nicht. So, ich will testen, was passiert, wenn man im zweiten Level Game Over geht. Ob man dann wirklich von Anfang an starten muss oder ob man einfach am Anfang am Level Anfang startet. Was ich schade fände, weil dann würde das Game Over wieder nichts wert sein. Dann wären die Leben sammeln, dann wäre das Leben sammeln doch nicht so wichtig. Und das wäre ein bisschen schade. Also wir müssen jetzt mal ganz schnell hier durchziehen. Ich will eigentlich, wenn ich im ersten Level Game Over gehe und dann im ersten Level wieder rauskomme, habe ich nichts getestet, liebes Spiel. Ich muss das schon im zweiten Level machen. Das wäre ganz cool, wenn wir bis ins zweite Level kommen würden. Ich mach nur schon mal, da muss ich im zweiten Level nicht die ganzen Leben runterfarmen, ne? Das ist, das ist alles Taktik. Glaubt ihr mir gar nicht, ne? Warum vertraut ihr mir nicht so? Okay, jetzt kommen wir gleich zum Checkpoint, das ist ja schon mal was. Nice. Und hier muss ich jetzt eigentlich ja nur noch da hochkommen. Und dann haben wir es hier auch schon. Flop, flop und ab dafür. Sehr schön. So. Jetzt ist, wie gesagt, die Frage. Wenn ich jetzt die zwei nächsten Leben im nächsten Level verliere, wo starte ich dann? Was passiert bei einem Game Over? Diese Frage brennt mir auf der Seele. Entschuldigung. Boah, Stimme. Oh nein, wie kann das nur passieren? Oh, guck mal, es blinkt jetzt da oben so richtig, dieses eine letzte Leben. Es ging gerade voll ab. So, jetzt sag mir aber bitte, das ist vorbei. Die Welt ist nicht geschafft. Ich starte nicht beim zweiten Level. Ja, Moment. Ich wurde hier zurückgesetzt, aber ich kann dahin laufen. Also, ich kann trotzdem die Level... Ah, das ist schade. Ich meine, okay. So gesehen hat man jetzt natürlich nur wieder die 5 Leben.
Das heißt, wenn es ein Level ist, in dem man, keine Ahnung, 15 Leben verliert und dann stirbt und dann nur noch 5 Leben hat. Okay, okay. Ja, ja, kann ich so annehmen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn man ein schweres Level hatte und vorher hatte man 20 Leben. Und dann stirbt man und geht Game Over. Und dann muss man dieses Level, was man vorhin mit 20 Leben geschafft hat, muss man plötzlich mit 5 Leben schaffen. Das macht dann schon nochmal einen Unterschied aus. Dann ist es schon besser, viele Leben zu sammeln. Also, Leben sammeln ist trotzdem wichtig, aber nicht ganz so wichtig, wie ich zuerst dachte. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Aber cool. Haben wir mal jetzt einfach ein komplettes Level gespielt, eine komplette Welt gespielt, ne? Sind die dann hier genauso abgehakt? Ja, bis auf das Herz. Ich habe hier das Herz halt verpasst. Okay, sehr schön. Ich habe ein Feuer-Mario-Shirt erhalten. Ja, Mensch. Sachen gibt's. Dann können wir ja noch weitermachen. Ne, 26 Minuten. Wir schließen ab und ich muss sowieso den Controller aufladen. Vielleicht noch was Kurzes. SMB2, Get a Grip. Oha, das scheint ein schwieriges Level zu sein. Das machen wir jetzt nicht. Aber wir können auch so ein Linkin Park-Ding von ihm spielen. Die habe ich auch noch ausgelassen. Das ist jetzt aber richtig neu, das Propeller-Ding. Okay, das machen wir. Das ist jetzt so neu, das war noch gar nicht bei mir oben. Lul. Okay. Das scheint wirklich nur ein Level zu sein, was diese Funktion vorstellt. Ich komme... Ich bin schon mal nicht rangekommen. Sehr gut. Das war einer zu viel. Das war schon einer zu viel, ne? Oh je. Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Ach, weil ich da mit dem Wandsprung weg muss. Uah. Okay. Okay. Ja, und jetzt? Da wäre der Nächste gewesen. Oh boy, nee, ich glaube nein. Nein, ich glaube nein. Ich will lieber ein Musiklevel von Devoria mit so einem Level abschließen. Das ist mir schon wieder hier, ne? In the end. Ab geht's. Das kriegen wir hin. 9,85%, da sehe ich mich. Ich versuche möglichst still zu sein, damit wir auch die Musik hören. Es fällt mir so schwer, nicht mitzusummen. Ach, habt ihr nicht gesehen. Oh Mann. Ach, Batterieleistung, halt die Klappe. Ah, ich laufe immer nur auf Dingern vorbei. Thank you.
der Schlüssel und jetzt durch die Tür. Yay! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit schließe ich ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.